Hallo, hallo? Ja, schönen guten Abend alle. Mein Name ist Marc. Ich habe mir mal so die Aufgaben gemacht. Ich stehe jetzt hier eigentlich so nicht zum ersten Mal. Ich bin halt auch aktiv in dem Sinne, weil ich denke, dass jeder Mensch irgendetwas machen kann und in diesem Sinne auch machen muss. Und da fängt es schon zum Beispiel an. Was sagen euch Werte? Kennt ihr Werte noch? Zum Beispiel. Ich habe aber einen Wert, den kann man auch nicht damit messen. Den kann man nicht mit Tradition messen, den kann man nicht mit Kultur messen, was natürlich alles ein Bestandteil ist. Ja? Aber der größte Wert ist, denke ich, für mich das Leben an sich. Ja? Und das Leben, da gebe ich mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel vorhin auf der Autobahn gefahren und bin an einem Tiertransporter vorbeigefahren. Und dieser Tiertransporter, da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, diese armen Schweine, die da drin sind, ja, und es sind ja nicht nur Schweine, es sind ja auch Hühner, weiß ich nicht was alles, und Küken, und die durchlaufen ja auch eine Kette, bis es dann zum Schlachter geht. Ja? Und dieser Wert des Lebens an und für sich, wie wir persönlich damit umgehen, ist heutzutage zumindest. Ich hab schon. Werte kennt man auch von früher, wenn man die Oma und den Opa damals mal hatte. Man wird durch Werte auch, ich will nicht sagen erzogen, aber man kriegt sie beigebracht. Werte führen einen entweder auf den richtigen Weg oder auf den falschen Weg. Ja, und das ist eben das, um auf diesen Tiertransporter wieder zurückzukommen und auf diese Kette. Von Anfang, ich will jetzt nicht detailliert sagen, wie das Schwein jetzt von A bis Z bis zum Schlachter kommt. Das kann man an euch selber irgendwo messen, ja? Weil das kann man auch sehr gut auf uns projizieren. Denn wir Menschen lassen uns, da sind die Tiere sogar vielleicht sogar noch schlauer. Die lassen sich nicht so schnell manipulieren wie wir Menschen. Ja? Und wenn ihr euch mal euren Wert anschaut, euren Sinn des Lebens anschaut, ja, euch mal in euch geht und euch einfach mal fragt, okay, ich gehe arbeiten, ich habe eine Familie zu ernähren, ich bin hier, ich existiere. Ja? Für viele Menschen ist das Leben, was sie leben, also in Anführungsstrichen, eigentlich nur existieren. Ja? Und das liegt unter anderem daran, dass wir uns quasi viel durch die Manipulationen, die dort kommen, durch das System, weil viele sagen, ja, wir müssen ja arbeiten gehen. Klar müssen wir auch arbeiten gehen, aber das ist auch irgendwo ein Zwang. Ja? Weil wir dann sagen, wir können dann unsere Wohnung nicht mehr bezahlen, wir können unseren Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten. Und deswegen müssen wir arbeiten gehen. Deswegen stellen wir uns in die Fabrik, wo keine Fenster sind, wo alles dunkel ist, wo man eigentlich wirklich nur seinen Arbeitsplatz hat und funktioniert. Ja? Wo man gar nicht mehr nachdenken möchte. Wo man einfach nur noch seine Mechanik hat und vielleicht irgendeinen Teil aufs Band packt und dann einfach nur sagt und sich sagt, wann habe ich Feierabend, wann habe ich Feierabend. Und gut, ich will es nicht weiter ausführen. Aber jeder, also worauf ich hinaus will, ist einfach, dass jeder einfach mal den Sinn seines Lebens hinterfragt. Wenn ihr zum Beispiel mal zurückblickt, ich weiß nicht, wie alt ihr seid oder ist ja auch egal, aber euer Alter entsprechend, würdet ihr euer Leben, so wie ihr es heute lebt, ich sag mal so, würdet ihr daraus einen Film machen? Also könnte man den zeigen? Würde man damit quasi jemanden begeistern können, ja,
Den wichtigsten Punkt darin sehe ich, könnte man damit euch selbst begeistern. Und wenn ihr dann da so steht und sagt, Moment mal, eigentlich ist das ja alles nicht ganz so, wie ich mir das alles so vorgestellt habe, ja. Und viele trauen sich aber nicht aus dem Käfig, sag ich jetzt mal so, aus dem Hamsterrad in dem Sinne, da kann man sich das am besten vorstellen. Es gibt da so ein Bild, da steht der Hamsterpapa mit seinem Hamstersohn vor seinem Hamsterrad oder vor dem Hamsterrad und sagt dann zu seinem Hamstersohn, ja, so, also zeigt so auf dieses Hamsterrad und auf diesen Trog, wo Futter drin ist und wo ein Trinken drin ist und sagt so, Sohn, das alles wird irgendwann einmal dir gehören. Und spätestens da sollte sich doch der Sohn fragen, Moment mal, ist es wirklich das, was ich will? Ist es wirklich das, wofür ich hier existiere, lebe? Gibt es nicht noch viele andere, viel schönere, viel bessere Seiten vom Leben? Ja? Kann man nicht einfach also ausbrechen mal aus dem Alltag und sagen, nee, ich mach da jetzt mal nicht mehr mit. Das kann man sehr gut, auch wenn man nur klein anfängt. Man geht einfach nur mal nicht zu McDonald's, wenn man weiß, also unter anderem, ja, wenn man weiß, was die alles zum Beispiel verzapfen, ja, man muss immer bei sich selbst anfangen, man muss sich selbst immer hinterfragen und man muss immer sehen, Moment, ist das jetzt gut für mich, was ich da esse? Ist das gut für mich, aus welcher Produktion das kommt? Da fängt es schon an. Man muss sich einfach immer nur hinterfragen. Und dann kann man feststellen, Moment, ich möchte ein guter Mensch sein. Ja? Oder ich bin ein guter Mensch. Ich gehe zum Beispiel, ich engagiere mich zum Beispiel in einem Altersheim oder ich engagiere mich irgendwo, ohne dafür Geld zu bekommen und fühle mich gut. Und dann gehe ich und dann habe ich dort Feierabend und gehe dann zum nächsten Kiosk oder zum nächsten McDonald's und hole mir dann einen Burger. Das ist für mich paradox. Ja? Man muss wirklich die Werte, die es heutzutage leider sehr selten nur noch gibt, diese Werte, die man von der Generation vorher vorgelebt bekommen hat, ja? Diese Werte muss man wirklich schätzen und weitertragen. Das ist das Allerwichtigste. Denn das Leben an sich, ich war jetzt egoistisch und habe jetzt von demjenigen gesprochen, der nur sein Leben betrachtet. Aber es gibt auch Familienväter. Und die Kinder, die dort aufwachsen, die hier aufwachsen. Also ich persönlich stehe deshalb hier, weil ich nicht möchte, dass mein Kind später mal in diesen Verhältnissen hier aufwächst. Ja?